Wo sind die günstigsten Orte in Thailand zum Bereisen und Leben? Heute schauen wir uns mal den Backpacker-Index von 2022 an und analysieren mal, was dort genau empfohlen wird für Leute, die eben mit einem niedrigen Budget eine längere Zeit in Südostasien sein wollen. Hallo Leute, da ist wieder Mario aus Thailand. Ja, Südostasien ist nach wie vor einer der beliebtesten Destinationen für einerseits Auswanderer oder eben auch Reisende, die mal eine Auszeit nehmen wollen. Grund dafür, das Leben hier ist relativ locker, wenig Bürokratie und auch steuertechnisch hat man als Auswanderer in Thailand oder eben allgemein in Südostasien sehr viele Vorteile. Ja, wenn wir uns dann gleich die Liste anschauen, werdet ihr auf der rechten Seite sehen, dort ist ein Betrag und dieser Betrag beinhaltet, wie viel Geld das man pro Tag ausgibt, also inklusive Unterkunft natürlich, Nahrungsmittel und was man halt so für ein einfaches Leben braucht. Wie gesagt, das ist der Backpacker-Index, einfach das absolute Minimum. Okay, ich würde jetzt mal hier die Liste einblenden. Und dann sehen wir auch schon bereits auf Platz 1 ist Vientiane, Laos oder Vientiane oder wie man das auch richtig ausspricht. Ja, Laos ist meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr günstig. Man muss aber auch dort beachten, dass die Infrastruktur vor allem im ländlichen Bereich noch nicht so gut ausgebaut ist wie in Thailand. Also ja, die sind noch massiv hinterher, um es korrekt zu sagen. Deshalb werden hier auch Städte aufgeführt. Vientiane ist die größte Stadt in Laos und ich war selber schon mehrmals dort und kann bestätigen, dass man tatsächlich für hier 19 Dollar, oder ja, sagen wir gerundet knapp 20 Dollar am Tag gut über die Runden kommt. Was man aber zu Laos auch erwähnen muss, die haben aktuell eine sehr heftige Inflation, was den Menschen dort sehr, sehr viele Probleme bereitet. Das drückt natürlich auch den Preis etwas in die Höhe. Nichtsdestotrotz wird man mit 19, 20 Dollar am Tag dort problemlos eine Unterkunft finden und eben auch noch Nahrungsmittel und allenfalls auch Kleider. Ja, es sind zwei Städte in Laos aufgelistet. Die zweite Stadt ist Luang Prabang. An zweiter Stelle, dort ist das Leben etwas teurer. Luang Prabang finde ich jetzt auch okay, aber es ist ein bisschen zu ruhig. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dort zu leben. Aber natürlich für eine Reise, für einen Aufenthalt ist das eine sehr, sehr schöne Stadt und man kriegt auch wirklich das Nötigste, um dort gut für ein paar Monate oder auch länger für diejenigen, die es etwas ruhiger haben wollen, über die Runden zu kommen. Dann dritter Platz wird nicht aufgezeigt, aber der vierte Platz und das ist Chiang Mai, Thailand. Und ja, ich mache ja sehr viele Videos aus Thailand und da kann ich auch zustimmen, Thailand ist sehr günstig, nach wie vor, je nach Region. Chiang Mai ist garantiert nicht die günstigste Region in Thailand, aber der Backpacker-Index, der schaut natürlich auch Orte an, wo eben die Leute auch hinreisen wollen. Wenn ich jetzt sage, der günstigste Ort in Thailand oder sagen wir es mal so, die günstigsten Orte sind irgendwo im Bereich Isan oder halt auch so West-Thailand, also Nordwest-Thailand. Und ja, dort kannst du natürlich noch viel, viel günstiger leben, aber dort sind in der Regel auch nicht die meisten Touristen oder eben Backpacker unterwegs, vereinzelt ja. Aber klar, so eine richtige Backpacker-Destination ist eben Chiang Mai, wo eben auch Pai dazugehört. Pai ist sehr beliebt bei Backpackern und die geben hier an, dass man mit 21,80 Dollar am Tag leben kann. Und das kann ich so auch unterschreiben. Man kriegt locker für 10 Euro eine Unterkunft, wenn man ein bisschen sucht und sich vorher informiert. Und dann hat man natürlich auch noch 10 Euro, um zu essen. Und wenn man so mal rechnet, dass Khao Soi, ein beliebtes Gericht im Norden Thailands, oder eben auch allgemein so Reis mit Hühnchen oder die Suppen um 1,50 Euro kosten Maximum, also so in der Regel sogar eher günstiger, 1 Euro, wenn man jetzt nicht gerade an der Touristenstraße essen geht, dann kommt man da gut hin. Also ich würde sogar sagen, man kommt sogar noch etwas günstiger hin, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt bei der Wohnungssuche oder Guesthouses und natürlich auch bei der Nahrungssuche.
Dann an fünfter Stelle haben wir Hanoi, Vietnam. Und Vietnam ist sehr oft vertreten auf dieser Liste. Und das ist auch tatsächlich so, weil Vietnam ist günstig. Und vor allem, es wird auch immer günstiger, je mehr das gebaut wird. Vietnam entwickelt sich sehr, sehr schnell. Und die haben auch eine sehr, sehr lange Küste. Und durch das, dass eben so viel gebaut wird, hat man mittlerweile auch mehr Konkurrenzkampf bei den Preisen. Die Preise gehen runter und das macht es auch sehr interessant. Nur der einzige Nachteil, also für Backpacker natürlich optimal Vietnam, ist klar, aber für Langzeitleben oder Sabbatical, was auch immer, ist halt bei Vietnam oftmals das Visum ein Problem. Im Vergleich zu anderen Ländern, Thailand finde ich wesentlich einfacher, mit Visum möglichst lange zu bleiben, Philippinen auch. Und Vietnam ist schon etwas schwieriger. Aber auf jeden Fall kriegt man dort mittlerweile auch sehr gutes Essen und Unterkünfte, die sind echt top für wenig Geld. Ja, und ihr seht ja auch auf der Liste, da sind noch zwei weitere Destinationen drauf, unter anderem auch noch Ho Chi Minh City in Südvietnam, und das ist jetzt ein Ort, also die Stadt selber jetzt nicht, aber so die Umgebung dort, Mui Ne etc., ein bisschen nördlicher dann, die mir sehr gut gefällt, wo man eben auch am Strand was Schönes bekommt. Und für diejenigen Backpacker oder Leute, die Vietnam bereisen, sehr beliebt dort ist mit dem Motorrad von Norden nach Süden oder von Süden nach Norden der Küste entlang zu fahren und so das Land anzuschauen. Motorräder kann man in Vietnam mieten und dann einfach so gemütlich einen Trip machen. Unterkünfte findet man auf dem Weg eigentlich fast überall problemlos. Dann haben wir hier auch noch Yangon, Myanmar an sechster Stelle. Und da ist jetzt ganz wichtig, dass man hier wirklich unterscheidet im Gegensatz zu den anderen Destinationen. Wir hatten vorher Laos, Thailand und Vietnam. In Laos ist es relativ schwierig, je nach Ort eine günstige Unterkunft zu finden. Also ich spreche halt immer von einem etwas höheren Standard für wenig Geld, wo man auch leben könnte, wenn man länger bleiben will. Klar, die Liste ist jetzt wirklich auf Backpacker ausgelegt, die halt vielleicht auch irgendwo in einem Dorm oder so schlafen oder in einem Hostel, wo sie ja ein paar Euros pro Tag bezahlen. Aber wenn wir jetzt Thailand anschauen, da kriegst du für dasselbe Geld, was ein Hostel kostet oder ein Dorm, kriegst du ein eigenes Zimmer, ein modernes, schönes Zimmer. Und in Laos ist das eher etwas schwieriger, in Thailand absolut kein Problem, in Vietnam auch kein Problem, wenn man ein bisschen sucht, aber in Myanmar habe ich das als Problem empfunden. Und zwar in Myanmar bezahlst du für die Unterkunft sehr viel Geld. Meiner Meinung nach viel zu viel. Und dann hast du oftmals ein Drecksloch. Ich kann es nicht anders sagen. Also ich habe dort, glaube ich, etwa $30 die Nacht ausgegeben für ein schäbiges Zimmer, das in Thailand irgendwie wahrscheinlich $5-6 gekostet hätte. Und das liegt halt einfach daran, dass im Tourismusbereich die Preise für Unterkünfte meiner Meinung nach wie vor viel zu hoch sind. Essen ist wieder ganz eine andere Geschichte, da kriegst du sehr, sehr günstig was, und für diejenigen, die halt eben länger in Myanmar bleiben wollen, die sollen sich ein Apartment suchen, aber auch da, klar, Apartment, das kostet dann halt auch ein paar hundert Dollar oder Euros im Monat, aber ja, es ist wahrscheinlich eine bessere Lösung als irgendwo in einem günstigen Guesthouse oder in einem Hotel zu leben, weil ich fand die Preise dort für die Qualität, also was man bekommt, Preis-Leistung, fand ich in Myanmar nicht gut. Aber eben, wie gesagt, wir sind hier beim Backpacker, das Land bereisen, und für den erwähnten Betrag hier auf der Liste kann man sicherlich problemlos durch Myanmar reisen und mit dem Budget über die Runden kommen. Aktuell noch ein Hinweis, Myanmar ist nicht gerade sicher. Also ich weiß nicht, wie aktuell das diese Liste ist, ob die, gut, eigentlich jetzt das ganze 2022, ich empfehle aktuell nicht nach Myanmar zu reisen, wenn nicht unbedingt notwendig, weil, ja, ihr habt es wahrscheinlich gehört, massivste Konflikte dort, die Armee hat die Macht übernommen vor ein paar Jahren, und auch massivste Menschenrechtsverletzungen. Gut, dann haben wir natürlich auch noch irgendwann ein bisschen weiter hinten die Philippinen und vor allem Kambodscha. Das überrascht mich jetzt ein bisschen, dass Kambodscha so weit hinten ist. Gut, sie haben Phnom Penh aufgeführt. Ja,
Gut, Kambodscha finde ich ist jetzt auch noch sehr, sehr günstig. Ich würde sogar behaupten, günstiger als Myanmar. Also ich hätte jetzt eher Myanmar auf die hintersten Plätze gesetzt, gemäß den Argumentationen, die ich hier euch gegeben habe. Philippinen finde ich auch günstig zum Leben. Das Problem ist halt dort, es sind halt sehr viele Inseln. Transportkosten sind hoch von Insel zu Insel. Oftmals halt bei Boot oder es geht ja nur Boot oder halt fliegen, wenn es einen Flughafen hat. Deshalb Philippinen berechtigt, relativ weit hinten zum Reisen. Klar, zum Leben ist es auch wieder komplett was anderes. Wenn du mal dort bist, hast du dort sehr niedrige Lebenshaltungskosten und auch qualitativ gute Hotels oder Unterkünfte, sauber, modern. Ja, von dem her ist Philippinen sicher auch gut. Aber so generell muss ich sagen, Südostasien finde ich immer noch günstig. Es ist nicht mehr billig wie vielleicht vor 20 Jahren oder so, aber es ist immer noch sehr, sehr günstig. Und wer sich ein bisschen vorbereitet und auch vielleicht zuerst mal in Südostasien etwas herumreisen tut, die verschiedensten Destinationen anschaut und ja, halt sich auch etwas vertraut macht, der wird bestimmt hier gute Unterkünfte und halt eben auch günstige Lebenshaltungskosten vorfinden. Ja, und Singapur gehört auch zu Südostasien, ist nicht auf dieser Liste, ist auch verständlich, weil Singapur ist sau teuer. Man nennt ja Singapur auch die Schweiz in Südostasien, aber halt diese Stadt strebt vor purem Luxus. Und wer halt sagt, komm, ich will jetzt mal was richtig Modernes und Schönes sehen, eigentlich eine Stadt in einem tropischen Paradies, der sollte sich mal Singapur anschauen. Hat dann aber nichts mehr mit Backpacker oder so zu tun, weil dort wirst du wahrscheinlich kaum irgendwo was finden für $20 oder so die Nacht, beziehungsweise auch mit Essen und allem. Das war's von heute. Gern eure Vorschläge oder eure Lieblingsdestinationen in Südostasien unten in die Kommentare. Eine Begründung wäre auch noch gut, warum das dort so schön ist oder halt eben auch günstig, was alles ausmacht an diesem Ort. Schreibt's gerne rein. Wir sehen uns im nächsten Video, wenn du magst. Grüße aus Thailand.